Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen Infopräsentation. Mein Name ist Marco Wölfle und ich darf Ihnen in den nächsten paar Minuten unsere Bachelor-Programme hier vorstellen. Sie sehen es links oben in der Präsentation schon, vielleicht kann man den Mauszeiger sehen, dass wir uns hier in der Fakultät für Leadership und Management an der Steinbeis Hochschule befinden und unsere beiden Steinbeis-Institute, die VWA Business School und das Immobilienwirtschaftliche Center for Real Estate Studies, die sind die beiden Hochschulinstitute, für die ich Ihnen heute gerne unseren betriebswirtschaftlichen Management-Bachelor vorstelle, der Ihnen Studienvertiefungsrichtungen im Bereich der allgemeinen BWL, im Bereich Management, im Bereich der Digitalisierung genauso wie in der Immobilienwirtschaft zur Verfügung stellt. Bevor ich Ihnen die Details der Studienprogramme erläutern darf, Sie sehen ja so Post-its hier unten, würde ich ganz gerne vielleicht noch mal kurz auf unsere Hochschule, die Steinbeis Hochschule, eingehen, denn für Sie ist ja auch wichtig, in welchem Konzept studiere ich und was ist so das, was sich drumherum ergibt. Insofern vielleicht da mal ein kleiner erster Eindruck, die Steinbeis Hochschule. Wir sind eine Hochschule, die sich von Anfang an, seit über 20 Jahren also, darauf spezialisiert hat, Theorie und Praxis gut miteinander zu verknüpfen. Die Steinbeis Hochschule ist die Tochter einer Stiftung für Technologietransfer, die ihren Sitz in Stuttgart hat und ganz über die Welt verteilt mittlerweile 1000 kleine Ableger, 1000 Unternehmen hat, die junge Unternehmensgründer aus der Wissenschaft und aus der Praxis dabei unterstützen, ihre Technologien marktreif und attraktiv zu präsentieren. Diese Stiftung war in den 90er Jahren so richtig groß geworden und hat dann gesagt: Mensch, wir haben hier viele, viele Profs, die tatsächlich hier mitwirken, die tolle Konzepte in Taten umsetzen und nicht nur in der theoretischen Forschungswelt unterwegs sind. Und insofern müssen wir auch mit einer eigenen Hochschule quasi das noch ein bisschen stärker unterstützen. Mittlerweile hat die Steinbeis Hochschule 8000 Studierende und etliche mehr an Absolventen, an Graduierenden. Und wir sind auch eine der wenigen deutschen Hochschulen, die Universitätsrang hat. Denn wir können an der Hochschule nicht nur Bachelor- und Masterprogramme anbieten. Wir haben tatsächlich mit unseren 73 Professoren eben auch ein Promotions-, ein Doktorandenprogramm und diverse Kooperationen, mit denen wir im Prinzip vom Bachelor über den Master bis hin zum Doktortitel an unserer Hochschule alles ausbilden. Aber eben nicht, indem Sie nur im Elfenbeinturm Theorie lernen, sondern indem Sie die ganze Zeit in Ihrem Studium, sogar in der Promotion, Praxis haben und eben die Dinge, die Sie jetzt bei uns im Unterricht, aber auch durch Seminare, durch Workshops und durch Bachelor-Thesen lernen, direkt in die Tat umsetzen. Ganz im Gegenteil, das ist sogar die Voraussetzung für unser Studienmodell. Hier sehen Sie unsere Hochschulstruktur, falls es Sie interessiert. Wir haben drei Fakultäten. Es gibt Technologie und Engineering. Wir sind hier in der Fakultät für Leadership und Management. Und am Ende gibt es auch noch Business and Economics, also eher die ökonomisch-finanzwirtschaftlich ausgerichteten Studienprogramme. Die Steinbeis Hochschule setzt aber sehr auf Dezentralität, auf die Kreativität von uns. Ich bin einer dieser mitwirkenden Profs an der Hochschule. Sie haben vorhin 73 Stück gesehen, auf die Kreativität der verschiedenen Fachbereiche. Und hier in Freiburg, da haben wir uns eben auf Immobilienwirtschaft, auf BWL und auf Digitalisierung spezialisiert. Direkt fußläufig vom Bahnhof finden Sie unser Unterrichtsgebäude hier am Steinbeis-Studienort in Freiburg. Und wir haben hier vom kleinen Seminarraum für Gruppenaustausch auch bis hoch zum richtig großen Veranstaltungsraum, wenn mal Graduierungsfeiern sind, eben alle Kapazitäten zur Verfügung. Da gibt es ein modernes WLAN, da gibt es auch barrierefreie Erreichbarkeit durch einen Aufzug. Wir haben auch eine nette kleine Cafeteria, aber das ist ja keine Insel hier, sondern wir sind ein Netzwerk, eingebunden in Bildungspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, eingebunden eben auch in ein Thema, wo Sie hier einmal über die Straße in die Unibibliothek können, in der wir jedes Jahr einen eigenen Bibliotheksbestand führen und auf aufstocken. Denn wir wollen Ihnen in unserer Logik hier eine gute Rahmenbedingungsmöglichkeit schaffen. Wir wollen, dass Sie hier rundum Literatur, eben auch Betreuungsverhältnis, dass das für Sie alles stimmt. Das ist so unser Ziel. Und deswegen haben wir in der Bibliothek der Uni Freiburg einen eigenen Bereich. Die Studis von dort nutzen unsere Bücher und Sie als unsere Studierenden nutzen dann auch die Unibibliothek, sodass wir am Ende über 2,7 Millionen erreichbare Bücher sprechen. Natürlich nicht alle in der BWL und in der VWL, aber eben viele spannende Dinge, die man da fürs Studium einfach nutzen kann. Und jetzt ist natürlich so eine Phase mit Corona, wo man auch sagen muss, gibt es da auch was Digitales im Studium? Ja. So wie Sie jetzt dieses kleine Videodokument im Prinzip sehen, haben wir Unterstützungsvideos, die Ihnen erklären, wie unsere Online-Plattform funktioniert.
Natürlich gibt es auch Menschen, die hinten dran stehen, die man mal was fragen kann. Aber wir wollen immer mehr ihnen noch die Möglichkeit geben, auch Dinge von zu Hause aus zu absolvieren. Wir haben mitten in der Corona-Phase Online-Unterricht durchgeführt. Es gibt Prüfungsleistungen, die online durchgeführt worden sind, ob das jetzt Klausuren oder eben mündliche Prüfungen angeht. Wir sind da sehr, sehr flexibel, auch seit Jahren schon. Denn wir wollen ihnen im Prinzip alle Möglichkeiten schaffen, dass sie das Studium, wenn es für sie passt, nicht unterbrechen müssen. Dennoch können Sie das, wenn Sie merken, es wird mir mal bei der Arbeit auch irgendwie zu viel. Da gibt es auch viele, viele Möglichkeiten, die wir da haben. Und damit es nicht ein Fernstudium ist und Sie gar nie hier sind, gibt es natürlich auch Unterricht. Dazu würde ich später etwas sagen, denn es gibt ja mehrere Studienprogramme, die Sie bei uns studieren können. Aber alle haben eine Sache gemeinsam. Sie bekommen am Anfang vom Studium mindestens zwei Betreuer zur Seite gestellt. Einen für die Inhalte. Ja, man könnte sagen, wie so ein Trainer, wie ein Coach, der Sie damit begleitet. Und auf der anderen Seite jemanden für die ganzen organisatorischen Dinge, von der Immatrikulationsbescheinigung bis hin zu Studienabläufen, bis hin zu Terminplänen, aber auch wenn Sie mal für irgendjemanden Fördermittelgeber oder ein Stipendium Unterlagen brauchen, da sind wir Ihre Ansprechpartner und da unterstützen wir Sie gerne, wenn wir das irgendwie hinbekommen. Das ist natürlich die Möglichkeit und das Ziel. Warum machen wir denn überhaupt ein Studium? Für manche ist es das Thema, ich möchte Karriere machen. Das ist sicherlich so. Wir fragen ja unsere Absolventen immer. Und da müsste ich jetzt sagen, da sind die Antworten eigentlich toll. Viele unserer Absolventen bestätigen uns, sie sind relativ gut im Karriereweg nach vorne gekommen. 4 von 5 unserer Absolventen haben direkt immer auch einen Anschluss und einen Job. Manche wollen ja dann auch erstmal nach dem Bachelorstudium reisen gehen. Aber am Ende rechnet sich's immer. Und ich darf schon auch sagen, Sie merken, wir sind hier flexibel von Dingen, die jetzt mehr auf dem Papier passieren, über Dinge, die jetzt webinartechnisch laufen. Und da kommt jetzt eben unser inhaltlicher Ansprechpartner auch ins Spiel. Ein Studium wird schnell auch mal unübersichtlich. Und auch wenn mal gerade kein Unterricht ist, werden Sie Monat für Monat Webinare haben, Webunterricht, Videokonferenzen, wo wir Sie coachen wollen. Das sind mal Organisationsbesprechungen. An anderen Arbeiten gibt man Ihnen, Abenden gibt man Ihnen Literaturtipps. An dritten Abenden wird man dann vielleicht wiederum sagen, okay, wir machen mal eine Gruppenarbeit online. Auch das können wir durchführen. Dass man einfach auch in Tagen, wo man nicht hier bei uns im Unterrichtsgebäude ist, dauernd eingebunden ist, mit seinen Studienkollegen spricht. Und es wird natürlich betreut von einer Person, die schon viel, viel Vorsprung hat, auch Gruppen betreut hat vor Ihnen und Ihnen dann Tipps geben kann, wie man neue Fragestellungen im Studium angehen kann. Und jetzt habe ich hier unten schon das rote Post-it liegen auf dem Tisch. Da heißt es ja dann, die BWL ist die Grundlage für unsere Studiengänge. Da würde ich natürlich dann auch mal reingehen müssen und erzählen müssen, was ist denn so die Basis für das alles hier. Sehen Sie auf den Post-its schon zwei Bilder, die man so nach vorne schieben kann? Was ist denn mit diesen Bildern hier gemeint? Zunächst mal hier so die ganz traditionelle Landkarte. Wenn ich an mein eigenes Studium zurückdenke, dann war auch damals das hier schon eine sehr traditionelle Sichtweise. Denn so richtig groß geworden ist die BWL, das betriebswirtschaftliche Thema, nach dem Zweiten Weltkrieg. Mehr oder minder hat man da so richtig begonnen, sich in Firmen darüber Gedanken zu machen, das Material, was man da einsetzt, wie wird das effizient eingesetzt? Wie sorge ich dafür, dass ich wenig Überschuss habe? Wie produziere ich die Produkte, die die Leute haben wollen? Und Stück für Stück haben sich darum herum immer mehr Bereiche angesiedelt. Die Rechnungen, die eingehen, die müssen irgendwo erfasst werden, zum Beispiel hier im Rechnungswesen. Das Material muss verkauft werden. Das hieß damals noch Absatz, würde man heute Marketing dazu sagen. Da geht es darum, attraktive Produkte zu haben, die den Kunden Spaß machen, die die gut finden. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch Material erstmal einkaufen, Rohstoffe und Maschinen. Und jetzt merken Sie schon, da fehlt irgendwas, denn heute sind 60% unserer Wirtschaft Dienstleistungen. Und ganz vieles hat auch schon mit IT und Digitalisierung zu tun. Und am Ende muss man darüber nachdenken, klar sind es Materialien und Sachen, aber es geht doch hier um Menschen. Menschen müssen mit anderen Menschen sprechen. Menschen müssen Produkte herstellen. Menschen müssen neue Produkte erfinden. Und so hat sich die BWL ein kleines bisschen gewandelt, so ein bisschen raus aus dieser Logik Beschaffung, Produktion und Absatz, aus einer Logik, die ums Rechnen und Investieren bemüht war, hinein in eine moderne BWL, wo es um Schnittstellen geht, wo man sagt, da sind Menschen, die mit anderen Menschen im Kontakt sind. Und dann muss BWL nicht nur mit Geldverdienen zu tun haben, sondern eben auch darum, dass Menschen gut miteinander auskommen, dass sie Teams bilden, die effizient sind, dass sie Kundenkontakte pflegen und aufrechterhalten und dass sie einfach die Dinge so nach vorne bringen, dass am Ende möglichst alle zufrieden sind. Und wie man das macht, mit Motivation, mit einem guten Arbeitsklima, mit einer guten Personalstruktur, mit Führungskräften, die einen nach vorne bringen, die einen weiterentwickeln. Das sind so die Dinge, die bei uns im Grundlagenbereich des Studiums eine große Rolle spielen, die bei uns großen Stellenwert haben.
Und Sie merken, ich habe noch gar nicht über die Vertiefungen gesprochen. Das sind die Dinge, die Sie im Grundlagenbereich unseres Studiums lernen können und die wir da gerne in so eine Struktur einbauen, wo es natürlich am Anfang für alle Vertiefungen einen gleichen Grundstock gibt, wo wir uns im Studium dann weiter vertiefen, ne? Immobilien, Digitalisierung oder noch ein bisschen mehr BWL und wo wir am Ende des Studiums dann ganz viele verschiedene Studienarbeiten und Projektstudienarbeiten und natürlich eine Bachelor-These schreiben. Aber bei allen diesen Studieninhalten wollen wir immer nicht nur Ihnen Dinge auswendig beibringen, sondern wir wollen, dass Sie dieses Wissen in der Praxis umsetzen. Und dafür haben wir eben dieses Projektkompetenzstudium als spezielles Konzept hier entwickelt. Natürlich gibt es, wie Sie hier sehen, auch eine Reihe an Prüfungsleistungen. Ob das jetzt Klausuren sind oder eine Bachelor-Thesis, wo man selber was schreibt. Ein, zwei Mal werden Sie sicherlich auch Referate und Präsentationen halten müssen. Aber hier unten sehen Sie schon so irgendwie so ein komisches Pfeilchen, was runterknickt. Und Sie sehen, dass meistens Ihre Fragestellungen aus der Realität kommen, aus Ihrem Arbeitsalltag. Sie werden aufgreifen, was Sie da so tun. Sie werden überlegen, wie kann ich meinen eigenen Job und meinen Arbeitgeber weiterbringen. Und dann tauchen Sie ab in die Wissenswelt, könnte man sagen, stecken Ihren Kopf in die Bücher und überlegen sich, wie löse ich denn die Probleme meines Arbeitsalltags? Was bieten mir die Lehrbücher meines Studiums? Was bieten mir die Skriptunterlagen und meine Dozenten da an? Was kann ich davon nutzen? Und ich sage dann immer gerne, dann müssen wir diese PS, die wir da im Motor haben, auch auf die Straße bringen, damit wir dann am Ende sagen, jawohl, ich habe jetzt in meinem Bücherschrank hier neben meinem Schreibtisch 700 Seiten Marketing. Da werde ich niemals alles umsetzen können, aber ich weiß, was sich wofür eignet, was ist für welche Situation gut. Und dieses Suchen, welches Konzept ist gerade das Richtige für meine Situation, das ist Ihr wissenschaftlicher Beitrag in Ihrem Studium. Und das sollen Sie trainieren vom ersten Tag an, damit Sie Lösungen entwickeln können, die Ihnen jetzt in Ihrem Studium dann helfen können. Aber vor allem sollen Sie die fit machen. Fit für die Zukunft, damit Sie auch, wenn Sie in 5 oder 10 Jahren vielleicht mal selber Chef oder Chefin sind, die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Konzepte ausarbeiten. Und dazu gibt es hier nochmal eine Detailansicht, denn in diesem Studium werden wir am Anfang überlegen, in welchem Arbeitsumfeld sind Sie, das nennen wir das Projekt. Danach werden wir im ersten Studienjahr mit Ihnen trainieren, Theorie und Praxis gut unter einen Hut zu bringen. Sie schreiben da kleinere Hausarbeiten und immer die Hälfte ist Theorie wiederholen und die richtige auswählen und dann Vorschläge machen, was und wie man das in der Praxis gut umsetzen kann. Die Studienarbeit ist Ihr erstes eigenes Thema, denn hier hatten Sie noch Fragen, die wir Ihnen vorgeben. Jetzt geben Sie sich mal selber was vor, das, was Sie gerne analysieren mögen. Und danach werden Sie eben mit der Projektstudienarbeit einen eigenen Projektplan schreiben und in der Thesis Theorie und Praxis verknüpfen. Hier die wissenschaftliche Seite, hier die Arbeitsablaufseite und dann wird in der Thesis das alles zusammengeführt, wo Sie quasi die Theorie mit der Praxis noch genauer verknüpfen können. Aber für alle diese Fragen geben Sie den Fokus vor. Zum Beispiel könnte es sein, dass Sie den Investitionsplan für eine Maschine oder für einen Neubau für ein Unternehmen machen. Das kann genauso gut sein, dass Sie für einen Arbeitgeber ein Marketingkonzept ausarbeiten oder eine neue Personalstruktur entwickeln oder dass Sie sich überlegen, welche neuen Geschäftsfelder könnte man da auftun. Das sind alles die Dinge, die da letzten Endes im Prinzip da in der Theorie genauso wie in der Praxis einen Stellenwert haben sollen. Das sind so die, sag ich mal, konzeptionellen Details. Und jetzt haben Sie schon gemerkt, das ist Teamwork, dieses Studium. Wir dürfen nicht für Sie die Arbeiten schreiben, aber ich hoffe, das war Ihnen auch klar. Aber das, was Ihre Tutoren machen, das ist wie hier diese Leute am Tisch sitzen. Wir sind ein Team, ne? Wir haben da viele Erfahrungen von anderen Jahrgängen. Wir haben Tipps für Literatur. Aber schreiben, das kann am Ende eben nur einer und das sind Sie. Ne? Sie würden am Ende Ihre Arbeiten schreiben. Sie würden am Ende diese Leistungen erbringen müssen. Und die genauen Inhalte und wie sich das aufteilt, habe ich hier natürlich nochmal ein kleines bisschen zusammengefasst, dass Sie sehen können, was steckt denn da so drin. Viele, viele Überschriften, wie sie in unserer Prüfungsordnung vorgesehen sind. Und wir klappern sozusagen im Grundlagenbereich alle Bereiche der BWL ab, damit Sie quasi eine breite fundamentale Basis haben. Die meisten dieser Bereiche, und zwar die wichtigsten davon, die sich gut eignen, die übertragen wir auf Ihren Arbeitsalltag. Das sind so diese kleinen schriftlichen Arbeiten aus der anderen Grafik. Und dann haben Sie nochmal Unterricht im Vertiefungsbereich, der Ihnen im Prinzip dann nochmal 5 weitere Module gibt. Entweder BWL fortführen oder Digitalisierung vertiefen oder Immobilienwirtschaft spezialisieren. Diese 3 Möglichkeiten gibt es in der Vertiefung, wo man zum Beispiel bei den Immobilienstudierenden merken würde, da gibt es die Möglichkeit, Maklerspezialisierung zu haben, genauso wie als Sachverständiger Gebäude bewerten. Noch spannend ist eben auch das Thema des Immobilienverwaltens. Da gibt es viele Aufgaben, bei Sanierungsprojekten insbesondere. Und da sieht man, dass man eben so auch so seine Wege suchen kann. Und alle diese Dinge haben Sie natürlich immer im Hinterkopf, dass Sie einen Arbeitgeber nebenher haben. Und dass Sie dann am Ende 3 solche schriftlichen Arbeiten bis hin zur Bachelor-Thesis führen, um für diesen Arbeitgeber auch konzeptionell was zu leisten.
Und als letztes ist es vielleicht noch wichtig, dass Sie Bescheid wissen, wie kann ich denn in dieses Studium überhaupt einsteigen. Dazu gibt es diverse Zulassungswege, Abitur, Fachhochschulreife, Fachabitur auf der linken Seite, genauso wie die mittlere Reife, wenn Sie dann sich weiterqualifiziert haben, entweder durch Berufserfahrung oder durch nach der kaufmännischen Ausbildung noch eine weitere Aufstiegsfortbildung. Und wenn Sie dann unseren Aufnahmetest bestanden haben, dann dürfen Sie tatsächlich ins Studium einsteigen. Im dualen Studium darf ich vielleicht noch gerne ergänzen, da haben wir natürlich noch einen besonderen Service, denn Sie sehen hier den Marco Kroll, das ist unser Sachbearbeiter, der Sie da unterstützt dabei, Ihren Bewerbungsablauf effizient zu gestalten und den richtigen Unternehmenspartner zu finden, denn wenn Sie direkt von der Schule kommen, dann haben Sie den ja noch nicht und da wollen wir Sie ganz, ganz intensiv coachen. Wir haben Unternehmen, die bieten auch Plätze an, aber da beraten wir Sie gerne individuell und so sehen Sie, dass hier rechts oben auch schon steht, wo Sie uns finden können, entweder per E-Mail oder in den sozialen Medien, aber gerne auch am Telefon und per E-Mail da unten, da können Sie uns jederzeit erreichen. Und zunächst einmal darf ich sagen, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Das Studienprogramm steht Ihnen gerne zur Verfügung und wir freuen uns, falls Sie sich da bewerben und weiterhin Interesse eben am Studium haben.